Willkommen, willkommen. Mein Name ist Balasch und ich bin hier in einem Fußballstadion in Ungarn, wo ich 5G ausprobieren konnte und zwar mit Zusammenhilfe von der Telekom. Telekom hat auch in Ungarn ein paar Netz aufgebaut mit Ericsson zusammen, aber natürlich gibt es auch viele andere Partner weltweit, was 5G angeht, nicht nur von Telekom, sondern es gibt ja noch als Mitspieler Qualcomm, Huawei und auch ein paar andere Anbieter wie ZTE, die wir vielleicht ein bisschen weniger kennen, die weltweit stark 5G ausbauen. Aber ich will gar nicht so viel über 5G reden, sondern über das LG V50, was eins der 5G-Telefone ist, was wir jetzt schon kaufen können und was sogar schon Anfang des Jahres vorgestellt wurde, und zwar in Barcelona auf der Mobile World Congress. Sowieso bin ich an einem Fußballstadion, ganz einfach an Orten, wo sehr viel los ist, haben wir bisher mal Schwierigkeiten gehabt, 4G-Netze zu benutzen. Vor allem in Deutschland bei O2 gab es ja ein paar Probleme, weil sie einfach eine andere Frequenz hatten. Bei 5G wird es das Problem weniger geben, denn da werden 2G, 3G, 4G und 5G-Netze zusammengelegt und natürlich in der Zukunft auch auf Millimeterbasis ausgebaut. Aktuell benutzt 5G hauptsächlich das 3,5 GHz-Netz, vor allem hier, wenn es um die Ericsson-Technologie geht. Aber es gibt natürlich noch andere Hersteller, die das anders verwenden. Aber wie gesagt, ich will hauptsächlich über das Handy hier sprechen, denn es gibt aktuell nicht so viele Mitspieler, die 5G auf dem Markt anbieten. Huawei hat das Mate 20 5G, also die letzte Generation von Mate-Geräten, die das können. Das ist ziemlich groß. LG sind die einzigen, die das hier mit Dual-Display probieren, mit 5G und zu einem relativ guten Preis bei ca. 1000 Euro. Ohne Vertrag könnt ihr das LG V50 kaufen mit 5G. Übrigens V50 ThinQ, muss man ja mal dazu sagen. Aber das ist ein Dual-Display-Gerät, wo ihr das Handy aus der Hülle rausnehmen könnt und dann als normales Handy benutzen könnt. Also die Hülle beinhaltet einen zweiten Bildschirm, der fast genauso groß ist, den ihr als Controller zum Beispiel verwenden könnt oder auch anderweitig, zum Beispiel wenn ihr auf Google Maps auf der einen Seite die Karte sehen wollt und auf der rechten Seite vielleicht mit jemandem chattet, geht das natürlich auch ganz einfach. Falls euch das Handy zu groß ist und ihr kein 5G braucht, aber Dual Display gerne auch Bock habt mit dieser Technologie, dass wir einfach andocken können, ein zweites Display, wenn wir wollen, also so gleichzeitig auch den Schutz haben von einer Hülle, dann könnt ihr das G8X bald kaufen, denn es ist auch ein Dual SIM natürlich auch, aber ein Dual Display Gerät mit etwas kleinerer Größe, was auf die IFA vorgestellt wurde, allerdings nur mit zwei Kameras hinten und nicht mit drei. Ich bleibe jetzt aber beim V50 oder generell bei der V-Serie, denn hier haben wir kabelloses Laden mit drin. Es ist komplett natürlich wasserfest, hat noch einen Kopfhöreranschluss, USB-C natürlich auch mit dabei, sehr gute Kameras vorne und hinten. Und eigentlich ist das einzige Handy mittlerweile mit Gesamtpaket, denn wie gesagt, der Kopfhöreranschluss ist hier noch mit drin und ihr könnt das ohne Hülle auch fallen lassen, denn es hat einen Military Standard 802.11G. Das heißt, ihr könnt das ohne Hülle, wie gesagt, aus 2 Metern einfach fallen lassen und es wird nichts passieren. Wurde getestet von LG und die V-Serie schon immer so und wird auch wahrscheinlich immer so bleiben, hier von der koreanischen Firma. Also schaut euch die LG-Geräte dieses Jahr mal an. Das war hier nur ein kleiner Geschmacksmacher hier für 5G und natürlich für LG, denn 1 Gigabit Downstream und 100 Mbit Up sind gar nicht so schlecht, vor allem wenn ihr Netflix unterwegs schauen wollt oder auch zum Beispiel zocken wollt, denn die Latenz ist auch sehr gering bei 5G. Also probiert auf jeden Fall mal die Vodafone- und Telekom-Verträge in Deutschland aus, denn die sind aktuell, glaube ich, komplett kostenlos inbegriffen bei den normalen Verträgen, was 5G angeht. Ihr braucht nur das entsprechende Gerät dazu. Mein Name ist Balasch, wenn ihr das zugeschaut habt. Ich schaue mir jetzt hier noch mal ein bisschen im Stadion um, in Budapest. Das ist natürlich auch immer so schön, mal auch hier draußen zu sein. Und bald kommt noch ein Stadionvideo, denn dann stelle ich euch smarte WLAN-Netzwerke vor in großen Stadien, die zum Beispiel unter anderem Signify, also die Philips-Tochterfirma, umsetzt.